versuch's nochmal, Twilight. Du kannst es bestimmt. Puh, dieser Zauberspruch ist schwierig. Aber ich glaube, ich habe diesmal Glück. Eins, zwei... Pinky, warum hast du das getan? Weil Umarmungen wunderspaßig sind. Besonders, wenn man eine Freundin umarmt. Und was machst du gerade? Ich wollte einen Apfel in eine Orange verwandeln. Aber du hast sie leider vom Ziel abgelenkt. Hui, ein Orangenvögelchen. Verwandle mich, Twilight, verwandle mich. Oh, Rarity, Twilight verwandelt mich jetzt in eine Orange. Das macht einen spaßigen Spaß. Genauso viel Spaß wie dieses Haute Couture-Ensemble, das ich soeben entworfen habe. Entzückend, oder? Das ist fürchterlich. Zugegeben, das ist vielleicht nicht meine beste Arbeit, aber... Du hast diesen total wahnsinnigen, fantastischen Spaß und ich habe ihn verpasst. Moment. Oh, was, wenn in diesem Moment noch mehr Freunde in Ponyville fantastischen großen Spaß haben? Und den verpasse ich auch! Wir wollten sie gar nicht verwandeln. Ich schwöre. Hey, Rainbow Dash, was machst du Schönes? Diese Wolke ist so schwer geworden, dass sie jetzt alles in Nebel hüllt. Ich will das Bürschchen lichten, damit es davon schweben kann. Oh, Spaß! Cool. Ich muss los. Danke, Pinky. Hey, Applejack, das sieht doch Spaß aus. Kann ich mitmachen? Hui! Das nächste Mal ziehe ich euch. Fluttershy! Da bist du. Machst du irgendwas Spaßiges? Nein, nicht unbedingt. Oh, gut. Spaß ist anstrengend. Erholt, Pinky? Absoluter Tote! Vielen Dank, dass ich mich bei deinen Schmetterlingen ausruhen durfte, um meine Pinky-Kräfte aufzutanken. Nun, dafür hat man doch Freunde. Das ist genau das Thema! Ich habe so viele wunderbare Freunde, die auch in der letzten Ecke von Ponyville Spaß haben, dass ich nicht weiß, wie ich alles unter einen Hut bekomme. Das macht mich ja noch mehr Koko-Loko, als ich sowieso schon bin. Ich kann dir versprechen, auf keinen Fall irgendwas Spaßiges zu tun. Du bist so eine gute Freundin. Da bist du ja, Pinky. Ich habe schon überall nach dir gesucht. Hey, Pinky, ich habe was super Spaßiges geplant und dachte, du willst das gern wissen. Ha, zum sauren Apfelstückchen. Ich komme aus dem gleichen Grund. Das ist doch perfekt. Alle kommen mit ihren Spaßaktivitäten zu mir. Das löst mein Problem. Wieso ist mir das nicht eingefallen? Also, ich wollte, nachdem ich heute für gutes Wetter gesorgt habe, mich an den See legen und ein bisschen entspannen. Kommst du mit? Ich bin sowas von dabei. Und meine Familie baut heute Nachmittag eine neue Scheune auf Sweet Apple Acres. Und da bin ich auch sowas von dabei. Aber das ist genau dann, wenn ich schwimmen gehen will. Naja, egal wie du dich entscheidest, für mich ist es okay. Für mich auch. Ich soll mich entscheiden? Eins, zwei... Pinky! In der weiten Welt von Equestria hast du denn jetzt schon wieder vor? Ich messe die Zeit, die ich von Sweet Apple Acres bis zum Schwimmsee brauche und versuche, schneller zu werden, damit ich, wenn Rainbow in den See springt, auf Sweet Apple Acres beim Scheunenbau helfen kann und rechtzeitig zurück bin, um zu sehen, wie Rainbow ein Doppelsalto ins Wasser macht. Wenn ich auf 20 Minuten verkürzen kann, bin ich gut. Oh, Pinky, ich fürchte, das wirst du nicht schaffen. Du müsstest schon mehrere Pinkies gleichzeitig sein, um das hinzubekommen. Das ist es, Twilight! Die alte Legende vom Spiegelteich! Die alte Legende vom was? Pinky! Ich kenne wirklich eine Menge Legenden, aber davon habe ich noch nicht... Heißt das, der Unterricht ist vorbei? Natürlich nicht. Zurück an die Arbeit. Ich glaube, hier ist schon ewig kein Pony mehr gewesen. Ich hoffe, ich kann mich noch richtig an den Reim aus Nana Pinkys Geschichte erinnern. Wo die Sträucher dichter sind... Und die Äste sich winden? Da wirst du den Spiegelteich finden. Wer war das? Oh, da war ein Flüstern. Oh, das war ja ich. Auf mich zu kratzen, ihr Brombeersprecher. Oh, der Spiegelteich. Schon wieder diese Stimme. Ach, Pinky, hör doch endlich auf mit deinen Selbstgesprächen. Fang sofort damit an. Und
Und während der Blick im Spiegelbild verweilt, sehnt sie sich nach einer, deren Abbild sie teilt. Und sie schwört feierlich, nicht ängstlich zu sein, bei der Absicht, nicht mehr nur ein Pony zu sein. Hui, hui! Wow, die Legende ist wahr. Es hat funktioniert. Oh, hey, warte, ich wollte doch keine Selbstgespräche mehr führen. Ich sollte mich mit ihr unterhalten. Oder würde ich dann immer noch mit mir selbst reden? Entschuldige mich. Ich kann nicht mit ihr sprechen. Ich meine, mit mir? Hör mal, ich sehe ja, dass du eine Menge Spaß hast, aber... Was? Hat jemand Spaß gesagt? Wo? Ich war das, hier drüben. Ich dachte, jemand hätte etwas von Spaß gesagt. Wo war das? Hier drüben? Hier drüben? Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Jetzt beruhig dich. Wir werden noch sehr viel Spaß mit meinen Freundinnen haben in Ponyville. Trab mit mir nach Ponyville und ich werde dir alles über sie erzählen. Und dann gibt's noch Rarity. Sie ist diejenige mit den schicken Klamotten und Schleifen und so. Ich könnte mir vorstellen, dass sie uns vielleicht T-Shirts näht, auf denen Team Pinky steht und... Ist das Ponyville? Wo ist der Spaß? Wo ist der Spaß? Tja, mal sehen. Applejack baut gerade eine Scheune auf. Es geht aber da lang. Warte, komm zurück. Vergiss nicht, dass wir uns danach wieder hier treffen, damit du mir alles über alles erzählen kannst, als wäre ich selbst da gewesen. Denn ich bin du und du bist ich und... Oh, du meine Güte, das ist der allertollste Plan aller Zeiten. Auf geht's, verdoppeln wir den Spaß. Ab geht's in den Krieg! Kommst du rein, Dashi? Das Wasser ist fantastisch! Das ist ganz nass und alles! Ach, ich weiß nicht. Die Wolken zu lichten war heute viel anstrengender als gedacht. Ich bin irgendwie total erschöpft. Du kannst dich ruhig entspannen. Hauptsache, wir beide sind zusammen. Schön, dass du hier bist, Pinky. Ich dachte schon, du bist lieber zu Applejack gegangen. Bin ich auch. Oh, ist die Scheune schon fertig? Ich hab nicht die geringste Ahnung. Aber hast du nicht gerade gesagt, dass du bei Applejack gewesen bist? Eigentlich bin ich vermutlich gerade noch auf dem Weg dorthin. Oh, Pinkie Pie, ich bin so froh, dass du vorbeikommst. Ich habe dir ja versprochen, heute keinen Spaß zu haben. Nun, es kam irgendwie anders. Alle meine Tierfreunde wollten ein Picknick machen und ich konnte sie nicht enttäuschen. Setz dich doch zu uns. Wir haben genug Marmelade und Heusaft für uns alle. Oder, liebe Freunde? Das hört sich nach super Spaß an. Aber ich glaube, bei Apple John wird es auch ganz toll. Und ich kann doch nicht das eine tun, ohne das andere zu verpassen. Wer ist Apple John? Sag mir Spaß. Auf einmal, aber wohin und was? Kann mich nicht entscheiden. Atemlos. Überall Mauern. Mauern? Aber wir sind doch draußen. Meine Güte, habe ich was Falsches gesagt? Ja! So sieht's aus. Dadurch bin ich in der Lage, an zwei Orten gleichzeitig zu sein. Duplikate von dir, hä? Huh? Ja, claro, Pinky. Pass auf, ich wollte eigentlich gerade ein Nickerchen halten, also... Verstanden, dann habe ich jetzt ganz leise weiter ein bisschen Spaß. Wie hast du das denn gemacht? Ist ganz leicht, ich nehme einfach ein bisschen Rücksicht auf meine schlafende Freundin. Oh, ich muss weg. Ich versuche gerade, meine Aufmerksamkeit zu erregen. Entschuldige mich. Und mich. Erzähl mir alles. Wie lief es mit den Scheunwänden? Ganz langsam oder schnell? Oder langsam bis mittelschnell? Was ungefähr so? Ich. Oh, und gab's Eiscreme? Welche Sorte? Banane, Karamell? Ich war gar nicht dort. Ich war auf dem Weg und dann hat Fluttershy... Fluttershy? Ja, genau. Sie hat mir einen anderen tollen Spaß angeboten, ein Picknick mit süßen kleinen Tierchen. Aha, da konntest du natürlich nicht Nein sagen. Ja, das wollte ich doch sagen. Und jetzt habe ich den ganzen Superspaß mit Applesauce verpasst. Applejack. Und jetzt habe ich überhaupt gar keinen Spaß gehabt. Oh, mein armes Ich. Schon gut. Ich sag dir was, wir brauchen einfach noch mehr Pinkie Pies. Kinderleicht. Wirklich? Na komm schon, würde ich mich selbst anlügen. Und sie schwört feierlich, nicht ängstlich zu sein, bei der Absicht, nicht mehr nur ein Pony zu sein. Sieh nur, ein Doppel-Ich. Ich glaube, du meinst ein doppeltes Doppel-Ich. Und noch ein doppeltes Doppel-Ich, also zwei doppelte Doppel-Ichs oder ein doppeltes Doppel-Doppel-Ich, wenn du so willst. Haben wir jetzt Spaß? Boah, Spaß.
Applejack, Rainbow Dash und Fluttershy versorgt. Und eine extra Pinkie Pie haben wir auch noch für den Fall, dass uns noch ein anderes Pony einlädt. Perfekt. Okay, lasst uns gehen. Hey, Pinkies, ängstlich zu sein bei der Absicht, nicht nur ein Pony zu sein. Okay, das reicht. Alle Pinkie Pies, los geht's! Bei der Absicht, nicht mehr nur ein Pony zu sein. Was im Namen aller Pinkies? Hört auf damit! Auf geht's nach Ponyville. Folgt mir. Ja, dort hat man Spaß. Okay, mit uns allen sollten wir wirklich jeden Winkel in Ponyville mit Spaß abgedeckt haben. Ein beispielloses und unglaubliches Unterfangen. Zuerst will ich aber wissen, ob ihr euch auch alle Namen gemerkt habt. Applejack. Fluttershy. Pinkie Pie. Exzellent. Okay, weiter geht's, Leute. Ausschwärmen auf drei. Eins. Eins reicht. Was zum... Wow! Pinkie Pie hat mir die Wahrheit über die Duplikate erzählt. Nur, dass es jetzt 3, 4, 5, 6, 7, 8 Pinkies sind. Das wird Rainbow Dash gefallen. Wenn ich sie in diesem Ding hier durch die Gegend schiebe, kann sie sich entspannen und Spaß haben. Nicht noch mehr Pinkies. Ich kann das nicht aushalten. Nein. Hoffentlich hat Applejack wenigstens ganz viel Spaß beim Scheunenbau. Ich sehe mir das besser mal an. Als hätte ich gar nichts verpasst. Ich will sofort erfahren, wo die ganzen Pinkies herkommen. Wer ist dafür verantwortlich, dass ihr alle unseren Scheunenbau ruiniert habt? Du siehst beschäftigt aus. Vielleicht reden wir einfach später. Ihr kommt jetzt alle augenblicklich zurück und schafft hier Ordnung, verstanden? Nein, was habe ich getan? Was habe ich getan? Okay, liebe Ponys, bitte, beruhigt euch. Mich beruhigen? Wie, wenn soeben ein Pinky-Wirbelsturm durch meinen Laden gefegt ist? Und sie haben unser Tierpicknick gestört. Bitte, liebe Ponys, ich finde heraus, was da passiert ist. Komm mit, Spike. Ich muss versuchen, mich an die Legende zu erinnern, von der sie erzählt hat. Legende vom Spiegelteich. Hier steht ein Zauberspruch, mit dem ich alle Pinkies wieder fortschicken kann. Das ist perfekt. Lass uns gehen. Aber es gibt einen Haken. Wenn ich nicht herausfinde, welche die echte Pinkie ist, kann ich aus Versehen die falsche zurückschicken. Dann müssen wir eben herausfinden, welche die echte Pinkie ist. Kann nicht so schwer sein. Weiß vielleicht ein Pony, wie wir die echte Pinkie von den anderen Pinkies unterscheiden können? Twyla, wir müssen reden. Ich brauche Hilfe. Entschuldige, wer auch immer du bist. Aber ich spreche mit keiner von euch Pinkies, bevor wir wissen, wer die echte ist. Oh, aber ich bin die echte Pinkie. Nein, bist du nicht. Ich bin die echte Pinkie. Ich bin die echte Pinkie. Nein, ich bin die echte Pinkie. Ich bin die echte Pinkie. Nein, ich bin die echte Pinkie. Ich bin die echte Pinkie. Ich bin die echte Pinkie. Wie in aller Welt sollen wir herausfinden, wer tatsächlich die echte Pinkie ist? Ich weiß nicht wie. Ich auch nicht. Wir haben alle denselben bezaubernden Schwein. Wir haben alle dieselben bezaubernden Men. Und wir haben alle dieselben bezaubernden Hufe. Wer von uns ist denn nun die echte Pinkie Pie? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Ich kann uns nicht auseinanderhalten. Wer kann es? Es ist Hoffnung.
was los? Vielleicht ist die dort die echte Pinky. Ich bitte dich, die echte Pinkie Pie hat in ihrem ganzen Leben niemals so lange an einer Stelle gesessen. Ich werde sie mal fragen. Natürlich sagt sie, dass sie die echte Pinky ist. Das tun sie alle. Du verschwendest deine Zeit. Also, lass mich raten. Du bist die echte Pinky. Woher soll ich das wissen? Könnte jede von uns sein, wenn du mich fragst. Und selbst wenn ich sage, dass ich die Echte bin, würdest du mir doch sowieso nicht glauben. Also lass mich einfach allein. Ich habe noch zu tun. Wütendes Hufe in den Boden stampfen. Oh, Spike, wie kommen wir nur dahinter? Ich kann nicht riskieren, die echte Pinky in den Teich zurückzuschicken. Ich vermisse die echte Pinky. Und ich wette, sie vermisst dich auch. Bestimmt würde sie alles tun, um wieder mit ihren Freunden zusammen zu sein. Hey! Hey! Was, wenn ihr sie einfach testet? Findet etwas, das auch für die echte Pinky schwer ist. Das keinen Spaß macht. Jede Pinky, die es nicht kann, wandert zurück in den Teich. Aber diejenige, die unbedingt bleiben will, muss dann die echte Pinky sein. Hörst du? Gar keine schlechte Idee. Das ist großartig! Wenn ich bestehe, bin ich wieder mit meinen Freundinnen zusammen. Aber was, wenn ich nicht bestehe? Oh, was, wenn ich gar nicht die echte Pinky bin? Oh, dummes, magisches Spiegel! Das ist alles deine Schuld! Und meine. Hey, Twilight! Ich habe euch schon überall gesucht, Mädels. Was macht ihr denn alle hier? Fluttershy hat mit allen Tieren gesprochen. Sie nehmen uns so lange auf, bis sich der Pinky-Sturm wieder gelegt hat. Freunde, wir bringen das wieder in Ordnung und ich weiß auch schon, wie wir das tun. Ich hoffe nur, dass wir unsere echte Pinky nicht verlieren. Ich denke nicht. Und jetzt kommt mit. Ich habe Applejack gebeten, alle Pinkies zusammenzutreiben. Hier, ihr Pinkies! Hier! Die wollen wohl Fangen spielen. Das macht auch Spaß. Toll! Hört doch endlich auf. Willkommen, Pinkies, willkommen. Bitte sucht euch einen Platz und macht es euch bequem. Okay, ich nehme an, dass ihr es nicht lange an einem Fleck aushaltet. Aber setzt euch trotzdem hin. Hinsetzen! Besser. Ihr fragt euch sicher alle, wieso ich euch gebeten habe, zu kommen. Zum Spaß? Nein, eigentlich habe ich das Gegenteil geplant. Wartet! Ich habe hier noch eine. Als ich sie gefunden habe, hat sie auf dem Boden rumgestampft und finstere Gesichter gemalt. Setz sie zu den anderen. Pinkies, ich möchte mit euch einen Test machen. Keine Sorge, es ist ein einfacher Test. Er ist super einfach. Und wer ihn von euch besteht, darf bleiben. Vorhang, bitte! Seht hin! Wie die Farbe trocknet! Auf die Plätze! Und fertig! Los! Oh, das ist so aufregend! Okay, vielleicht auch nicht so aufregend. Oh, hey, seht mal, ein Vögelchen! Seht mal, ich hüpfe und berühre die Decke. Ist das eine Frosch-Orangen-Kreuzung? Cool. Seht mal ganz genau auf meine Hufe. Bitte, ihr könnt nicht so verrückte Gesichter machen wie ich. Da hinten macht dein Pony Luftballontiere. Was? Wo denn? Pinky, du kannst jetzt wegschauen. Habe ich bestanden?
Ja, so ist es. Du bist die Einzige, die weiter auf die Wand gestarrt hat. Das musste ich auch. Ich musste es tun. Ich wollte meine Freunde einfach nicht verlassen. Aber ich schätze, manchmal muss ich mich auch mal zwischen ihnen entscheiden. Ich wusste, dass du den Test bestehst. Ich bin ich. Ich bin ich. Ich bin ich. Oder auch nicht. Ja, ich bin sicher, dass ich bin. Liebe Prinzessin Celestia, es ist toll, Spaß zu haben. Aber es ist schöner, gute Freunde zu haben. Und wenn man viele Freunde hat, muss man sich eben manchmal entscheiden, mit wem man seine Zeit verbringen möchte. Aber das ist in Ordnung. Denn mit guten Freunden hat man immer viele Möglichkeiten, Spaß zu haben. Und selbst wenn man mal was verpasst, ist das nicht so schlimm. Hochachtungsvoll, Pinkie Pie. Hi, Pinkie Pie. Wollen wir was unternehmen und Spaß haben? Ja, wie wär's mit einem Schubkarrenrennen? Oder habt ihr vielleicht Lust auf einen Wolkenritt? Ich könnte auch eine Party mit Punsch und Gurken-Sandwiches schmeißen. Oho. Wollt ihr wirklich wissen, was ich gerade am liebsten tun würde? Das macht bestimmt Spaß. Darauf kannst du wetten.